Gestern die US-Erzeugerpreise deutlich höher als erwartet. Fed-Chef Powell hat dann nach diesen Erzeugerpreisen relativ klar und sehr hawkisch gesagt, die Zinsen, die werden wohl nicht sinken, absehbar, aber auch nicht angehoben werden, aber eben auch nicht gesenkt. Und was passiert an den Märkten? Die zaubern eine Rallye und preisen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung bereits im September ein. Und wer da eine kognitive Dissonanz erkennt, der könnte bei klarem Verstand sein, vor den heutigen US-Inflationsdaten. Ja, wir hatten diese Abwärtsrevision des Vormonats bei den Erzeugerpreisen, aber dennoch, das ist schon ein bisschen seltsam, was da passiert. Die Märkte sagen, doch, du wirst die Zinsen senken, Jerome. Paul sagt, nee, können wir nicht, ist die Inflation zu hoch, schauen wir uns vor den heutigen Daten die ganze Geschichte mal an. Starten mit den Aussagen von Paul. Paul says, inflation has been higher than thought. Und er erwartet, dass die Zinsen steady bleiben, also unverändert bleiben. Er hat, wie gesagt, klar gemacht, unwahrscheinlich, dass die Zinsen sinken, nochmal angehoben werden. Das ist eine Wiederholung aus seinem Statement der vorletzten Woche in der Pressekonferenz. Aber dennoch war das, was er gestern gesagt hat, viel, viel hawkischer als das, was er in der Pressekonferenz gesagt hatte. Unter anderem mit der Aussage, mein Vertrauen, dass die Inflation nach unten geht, ist tiefer, als es schon gewesen ist. Und jetzt ist die ganz große Frage. Paul hat ja gestern Nachmittag gesprochen nach den Erzeugerpreisen. Kannte er die heutigen Inflationsdaten schon? Ja oder nein? Aber selbst wenn er sie kennt oder eben nicht kennt, sagt er, nach wie vor ist die Inflation zu hoch. Ob wir jetzt 0,1 über den Erwartungen oder unter den Erwartungen reinkommen, spielt da eigentlich keine Rolle. Für die Märkte aber offenkundig schon, weil die eben sehr euphorisch hier schon Zinssenkungen einpreisen. Und das, obwohl wir gestern, wie gesagt, deutlich höhere Erzeugerpreise gesehen hatten, dann aber diese massive Abwärtsrevision von 0,3% des Vormonats. Das dürfte die Hoffnung geschürt haben, dass auch heute die Inflationsdaten, die CPI-Daten irgendwie nach unten revidiert werden mit irgendwelchen Begründungen. Jedenfalls, manche haben dann noch versucht, irgendwie da was Schönes rauszulesen aus diesen sehr hohen Erzeugerpreisen. Ja, die Märkte hätten anfangs negativ reagiert, aber dann hätten sie gesehen, dass Auto Insurance, Medical Care und Airfare slowed. Showed a mild reading, also dass da nicht so die Preise gestiegen sind, so deutlich. Deswegen seien dann die Renditen gefallen und die Aktienmärkte gestiegen. Naja, ich habe da so meine Zweifel, aber entscheidend ist ja, was die Märkte draus machen. Und hier sehen wir mal die Zinserwartungen. Und hier wird die erste Zinssenkung für den 18.09., also vergleichsweise schon kurz vor der Wahl, nämlich gut 6 Wochen vor der Wahl, mit einer Wahrscheinlichkeit von 49,6% eingepreist. Und dann kurz nach der Wahl, 7.11., die zweite Zinssenkung. Wenn wir heute nochmal eine Überraschung bekommen sollten auf der Oberseite, dann wäre das die fünfte Überraschung auf der Oberseite in Sachen Inflation in Folge. Zuletzt hatten wir so eine Strecke von 4 Monaten, die höher waren als erwartet im Jahr 2021, im Juli 2021. Also wir sehen, es gibt hier eigentlich für Zinssenkungen nicht so wahnsinnig viele Anhaltspunkte, wenn jetzt 4 Monate in Folge die Inflation höher war als erwartet. Aber die Märkte scheren sich nicht drum. Hier sehen wir nochmal das, was erwartet wird heute in der Headline. 0,4% ist ja ein riesiger Schnapp, selbst wenn es nur 0,3 sind, dann ist es ja dennoch so, dass zum Vormonat die Inflation relativ deutlich ansteigt, dann zum Vorjahresmonat 3,4% und in der Kernrate 0,3 und 3,6%. Wir sehen also nach wie vor ungebrochener Trend, egal ob wir heute ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer reinkommen. Sollten wir bei 0,3 reinkommen und das Ganze sich fortsetzen bis November, dann hätten wir eine Inflation von 3,9%. Wenn es weitergeht mit den 0,4er-Zahlen, die wir zuletzt ja gesehen hatten, meine Damen und Herren, wenn Sie da mal mittig in diese Grafik schauen, zweimal hintereinander hatten wir jetzt 0,4 bei der Headline CPI, dann wären wir bei entspannten 4,8% im November, respektive zum Zeitpunkt der US-Wahlen. Das wäre natürlich dann schon busy heavy und nicht gerade vereinbar mit dem Ziel der US-Notenbank. Aber es gibt einige, die sagen, ja, also wir sehen jetzt das erste Mal eine Verfehlung bei den CPI-Daten, also die werden tiefer ausfallen als erwartet, dazu gleich mehr. Insgesamt sehen wir nicht nur in den USA, sondern weltweit eigentlich,
dass die Inflation Surprise Komponente deutlich gestiegen ist, also die Inflationsdaten sind global höher gewesen als erwartet. Und heute ist eben die Frage, vor allem der Bereich Housing, der, wie Sie hier sehen, fast die Hälfte ausmacht in der gesamten Berechnung dieser Inflationskomponente. Paul hat gestern gesagt, the housing inflation has been a bit of a puzzle, war ein bisschen puzzlig in letzter Zeit. Und hier unten hatte ich gestern schon mal erwähnt, den Unterschied zwischen Zillow-Renten, also die Renten, die von dem Immobilienunternehmen Zillow berechnet werden, und der Berechnung, wie sie in den Inflationsdaten passiert. Große Abweichung mal bei den Verbraucherpreisen nach oben, mal nach unten. Also hier wirklich ein Puzzle, oft verspätet. Und hier noch mal ein Missverständnis ausgeräumt, das im Netz kursiert hatte. Da las man immer wieder, ja, Kaffee würde jetzt aus der Inflationsberechnung rausgerechnet. Und das nach einem Anstieg bei Kaffee von 78% in 9 Monaten. Das wurde dann vom Bureau of Labor Statistics klar zurückgewiesen, indem man gesagt hat, wir werden, oder die Kaffee ist nicht rausgefallen aus der Inflationsberechnung, sondern wir werden nur nicht mehr veröffentlichen, die verschiedenen Packagen sozusagen. Because of changes in the way items are packaged, the BLS will sometimes discontinue specific package size categories, also die Verpackungsgrößen, bla blub und blab, egal, auf jeden Fall, Kaffee bleibt drin. Das war im Netz, wie gesagt, jetzt immer wieder gekommen, man hätte Kaffee rausgeschmissen. Übrigens, die Supermarktinflation im April betrug 3,0% und in den letzten 5 Jahren 35,2%. Also Morgan Stanley vor allem ist es, die sagen, ah, das wird ein großer Miss, eine große Verfehlung. Und man bezieht sich vor allem auf diese Immobilienkomponente. Homeowners Equivalent Rent, Mieten, all das, was dazugehört. Goldman Sachs ist da ein bisschen in Sachen Inflation ein bisschen weniger optimistisch. Man erwartet immerhin eine 0,4er-Zahl zum Vormonat. Aber heute kommen auch die Einzelhandelsumsätze, auch das sehr wichtig. Da ist Goldman Sachs sehr skeptisch, die Bank of America dagegen optimistisch. Hier sehen wir mal die letzten Zahlen. Bank of America sagt, ja, die könnten ein bisschen besser ausfallen aufgrund der Kreditkartendaten, die man hier zur Verfügung hat. Also auch das kommt 14:30. New York Empire State Index kommt. Also das wird ein richtiger Tsunami an Daten. Hier sehen wir diese gemischten Zahlen zuletzt in den USA. Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt, das darf man nicht vergessen. However, wir sehen, wie eine Studie der Fed jetzt gestern gezeigt hat, respektive eine regelmäßig veröffentlichte Analyse zum Household Debt, also zu den Schulden der Haushalte. Die sind deutlich gestiegen. Wir sehen vor allem Ausfälle und Zahlungsverzögerungen in allen Kategorien gehen deutlich nach oben. Credit Card Delinquencies, also Ausfallraten, 10,7%. Das ist der höchste Stand seit 2012. Wir sehen, die Sparquoten der Amerikaner gehen immer weiter nach unten. Ja, der Stimulus ist weitgehend abgefrühstückt. Und hier sehen wir nochmal Inflationsdaten überraschen auf der Oberseite, Wirtschaftsdaten überraschen auf der Unterseite. Dennoch die Märkte happy. Goldman Sachs sagt, weiter long bleiben. Nur eine Großbank mit dem Namen Bank of America, Michael Hartnett, sagt, na, das sieht mir nach einer Stagflation aus. Kommen wir nochmal zurück zu den Daten heute. Was wird passieren? Hier sehen wir rechts nochmal die Erwartungen. Es wird wohl so zwischen 0,3 und 0,4 in der Headline CPI sein und es wird zwischen 3,3 und 3,5 zum Vorjahresmonat sein. In der Kernrate 0,3 im Median und 3,6 zum Vorjahresmonat. Jetzt hier JP Morgan mit einem Spielplan, wie das Ganze gespielt werden könnte. Sie können es selbst sehen, wenn wir unter 0,2 wären, dann dürften die Indizes 2 bis 200% gewinnen. Und Sie sehen, wenn wir über 0,4 wären, dann dürfte es um und bei 2% nach unten gehen. In dieser Spanne bewegt sich diese ganze Geschichte. Also alles ist möglich und das Gegenteil. Und Überraschung, Überraschung. Normalerweise sehen wir stärkere Bewegungen an Tagen, wo CPI-Daten veröffentlicht werden, als an Nicht-CPI-Daten. 20% sind die Ausschläge größer. Heute diese CPI-Daten dürften den größten Ausschlag bringen. In nächster Zeit noch mehr als die Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten, und dann die Nvidia-Zahlen, die dann nächste Woche kommen.
Man hofft auf eine Abkühlung der Core Inflation, also der Kerninflation ohne Nahrung und der Energie. Aber insgesamt sehen wir, die allermeisten sind wieder komplett auf einer Linie. Ich hatte das schon mal gezeigt. Nur 3 von 51 Volkswirten erwarten eine Zahl, die nicht 0,3% ist. So oder so, gestern der Nasdaq Record High, S&P 500 auf Schlusskursbasis ein Rekordhoch, nicht Intraday, aber hier sehen wir, dass alles passiert, während die Konjunkturdaten sich immer weiter verschlechtern. Economic Surprise Index, tiefster Stand seit Januar 2023. Das sind gute Nachrichten für die Aktienmärkte. Warum ist das so? Warum sehen wir Allzeithochs? Weil die Financial Conditions sich weiter auflockern. Und das, wo die Zinsen so hoch sind, wie zuletzt vor 23 Jahren. Und die Sparquoten der Amerikaner hier deutlich nach unten gehen, das sehen wir hier. Und auch die Aktienmärkte weltweit sind im Bereich neuer Allzeithochs. Allerdings, was wir gestern in den USA gesehen haben, war wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, könnte man sagen. Gestern 46,75 Millionen SPY-Kontrakte. Ja, das ist ein bisschen mehr als an den Vortagen, aber eben nur ein bisschen. Durchschnitt ist so 75 bis 80 Millionen pro Tag. Also wir sind bei knapp über der Hälfte des Volumens. Da ist das große Geld offenkundig nicht so wirklich mitgegangen, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir auch die globalen Aktienmärkte auf einem Hoch. Und das, obwohl wir jetzt im April die höchste Insolvenzzahl gesehen haben, global gesehen oder in den westlichen Wirtschaften seit 2020, seit Corona. Interessanterweise, das passt zusammen. Und hier jetzt die Frage, wie geht es weiter für die Renditen und für den Dollar? Das sind die entscheidenden Kriterien ja oft. Wir sehen, die Rendite kämpft mit dem Aufwärtstrend, ist da ein bisschen rausgefallen. Der Dollar ist nach wie vor eigentlich auf einem guten Weg, aber gestern auch mit diesem Rücksetzer. Wie wird diese ganze Geschichte weitergehen? Das wird zentral für die Märkte. Und nochmal kurz ein Wort zum Wahnsinn um GameStop gestern. Wir sehen, GameStop hat jetzt eine Price-Earnings-Ratio, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1210. Wer also GameStop kauft, der kauft für einen Dollar, den die Firma Gewinn macht, den er kauft, dass ich mit 1210 Dollar, das ist eine Rechnung, geht unbedingt auf, meine Damen und Herren. Also das ist ganz, ganz großartig, macht überhaupt keinen Sinn, wird in sich zusammenfallen, so oder so, früher oder später. Egal, was da passiert, gestern sahen wir diese wilden Schwünge, aber deutliche Zugewinne eben bei GameStop, AMC, anderen Aktien wie BlackBerry und so weiter. Und bei GameStop hat jemand gesagt, Mensch Fuckmann, du verstehst wieder nicht, dass da ein Aktiensplit kommen könnte bei GameStop. Aber was bringt das, ja, wenn ich Dreck durch 2 oder 3 teile? Dann bleibt es immer noch Dreck, auch wenn ich jetzt 2 oder 3 Mal Dreck habe. Was macht das für einen Unterschied? Fakt ist, und das sind die Fundamentaldaten hier, die Aktie ist natürlich praktisch nicht ernst zu nehmen. Viel, viel zu teuer auf gegenwärtigem Niveau. Die Frage ist, sind auch die US-Märkte insgesamt zu teuer? Die haben jetzt einen Anteil an den Weltmärkten in Sachen Marktkapitalisierung von 46,7%. Das ist kein Allzeithoch, aber 4,5% mehr. Anstieg seit einem Jahr, noch nicht ein Allzeithoch, aber schon ziemlich weit oben in Relation zu dem zur Restwelt, könnte man sagen. Und zu dieser Restwelt gehört auch China. Die sagen, wir werden mit resoluten Maßnahmen gegen die von Biden gestern verkündeten Zollanhebungen reagieren. Und reagieren wird man auch auf eine wirklich interessante Weise auf die Probleme im Immobilienmarkt. Hier ja die Preise weiter rückläufig, die Verkäufe gehen zurück. Also erwägt jetzt Peking, wir kaufen einfach unverkaufte Wohnungen auf. Super, das ist praktisch die Umverteilung von Privatschulden in die öffentlichen Schulden. Ganz großartige Idee, aber natürlich zeigt, wie dramatisch die Lage ist, dass ein solch irrer Plan irgendwie ins Auge gefasst wird, um den Immobilienmarkt zu stimulieren. Denn man weiß, ohne den Immobilienmarkt kriegst du die Wirtschaft in China nicht wieder auf die Beine. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nochmal ganz klar, Paul bekräftigt, Fed wird Zinsen wohl länger hochhalten. Was er da genau gesagt hat, warum, wieso, weshalb, das erfahren Sie hier gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Und die 2. Empfehlung, die ist eine Vorausschau auf das, was heute kommt an Inflationsdaten. Zinsen senken, heutige Daten zur Inflation weisen der Fed den Weg. Was ist zu erwarten? Schnipp und Schnapp. Auch gerne weiterempfehlen, diese beiden Empfehlungen unter dem Video. Jetzt sage ich Servus, Ciao, 14:30 reinschauen bei der Flut der so wichtigen US-Konjunkturdaten. Ciao.